So, ich schwenke euch jetzt hier gleich mal ein bisschen hin und her. So in etwa könntet ihr jetzt eure Stoffe zuschneiden. Der Stoff liegt doppelt, also mit der schönen Seite sozusagen außen. Innen ist die weiße Seite und so habt ihr den auch gleich immer doppelt liegen. Ich werde übrigens, bevor wir jetzt hier gleich irgendwie noch was erklären, oft gefragt, was ich benutze zum Markieren. Ich benutze tatsächlich ganz viel einfach ganz normale, stinknormale Tafelkreide oder Kreiderädchen benutze ich auch. Ich habe meins jetzt gerade nicht hier. Oder hier gibt es vom Babysnap oder natürlich auch von anderen wasserlöslichen oder luftlöslichen Marker. Die geht natürlich toll auf hellen Stoffen. Auf hellen Stoffen geht Kreide nicht gut. Wenn ihr dunkle Stoffe habt, ist das hier nicht ganz so optimal. Dann könnt ihr aber auf der Rückseite den Stoff einmal umdrehen und dann auf der Rückseite markieren. Das geht natürlich auch. Und ansonsten habe ich jetzt viele Kreideräder hier. Naja. Ich habe so Kreideriedchen zum Nachfüllen, die finde ich ganz toll, die funktionieren auch ganz gut von Clover. So, also, Cut and Fold. Das liegt jetzt hier natürlich falsch rum. Ich geh mit euch jetzt einmal hier so durch. Ich habe jetzt alles im Fadenlauf hingelegt. Hier ist der Fadenlauf und der Fadenlauf befindet sich immer parallel zur Webkante. Die Webkante, das ist auf dieser Seite. Hier. Da, wo der Stoff offen ist. Und nicht aneinander liegt, beziehungsweise wenn der Stoff nicht doppelt liegt, hat er links und rechts diese Webkante. Wenn der schon abgeschnitten ist, könnt ihr es trotzdem meistens erkennen, weil der Stoff so feine Linien in eine Richtung hat. Und in dem Linienverlauf ist auch sozusagen der Fadenlauf. Also ihr müsst euch vorstellen, wie früher vielleicht in der Schule, könnt ihr euch vorstellen, an so einem Webrahmen, die Fäden, die von oben nach unten gehen im Webrahmen, das ist der Fadenlauf. Und das andere sind die Webfäden. Die gehen so quer wieder drüber. Da kann man das sich ganz gut dran merken. Jetzt liegt das hier schon ganz toll. Ich würde solche Sachen hier immer eher an der Seite vom Stoff zuschneiden, weil dann bleibt mir ein bisschen mehr Stoff über. Dieses Cut and Fold liegt jetzt natürlich auf der falschen Seite. Aber, weil Cut and Fold bedeutet ja am Stoffbruch zuschneiden und der Stoffbruch ist hier. Aber es macht ja jetzt überhaupt nichts aus, wenn ich mir mein Schnittmuster so rumlege, links rum, rechts rum, ganz egal. Das Einzige, wo ihr jetzt natürlich darauf achten solltet, falls ihr ein Motiv habt, was in eine bestimmte Richtung gucken soll. Hier ist ja ein schön farbig bedruckter Stoff. Und da möchte ich vielleicht auch irgendwelche Blumen besonders in einem besonderen Fokus haben oder halt auch nicht. Da gucke ich natürlich, dass ich das so hinlege, dass das gut passt und dann auch im Stoffbruch bleibe. Hier ist der Stoffbruch jetzt hier an der Seite. Ihr könnt aber natürlich auch euren Stoff einmal umschlagen und habt dann den Stoffbruch sozusagen in der Mitte. Also, dieses hier wird zweimal an der Außenlinie zugeschnitten. Das liegt also einmal, es liegt ja schon doppelt. Und dieses hier wird auch einmal zugeschnitten, aber ohne hier die Kante aufzuschneiden. Die bleibt geschlossen. Ich glaube, das ist soweit ganz klar. Wir können aber auch gerne nochmal ein Zuschnittvideo machen, wenn ihr das möchtet. Müsst ihr mir eben Bescheid sagen. Einfach unter diesem Video hier, falls ihr es auf YouTube seht, einfach einmal kommentieren. Dann mache ich euch nochmal ein Zuschnittvideo. So, Ärmel habe ich auch am Rand hingelegt. Nicht hier mitten in der Mitte, sonst habt ihr später, wenn ihr den Stoff aufbreitet, einfach ein Loch in der Mitte. Ist natürlich schöner am Rand, kommt aber auch aufs Motiv drauf an. Wir haben, Miran hat das letzte Mal Folie benutzt und das ist natürlich ganz cool für Schnittmuster, von denen ihr wisst, die passen gut, die könnt ihr dann auf Folie übertragen, dann könnt ihr mit der Folie über euer Muster gehen und seht auch immer ganz genau, wo das Ganze dann sitzen soll. Da würde ich aber tatsächlich euch dann raten, euch ein Schnittmuster im Ganzen zu machen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel das Vorderteil machen möchtet, dass ihr euch das Vorderteil auf der Folie direkt so rum und dann auf der anderen Seite auch kopiert, dann wisst ihr nämlich immer genau komplett das ganze Motiv, wie das aussehen soll. So, hier haben wir jetzt nochmal die beiden. Wort wieder vergessen. Ich schiebe es mal auf die Schwangerschaft. Die beiden Belege. Hier sind ja auch diese Pfeile drauf. Das wäre im Fadenlauf. Ich habe aber ja gerade schon gesagt, wenn ihr die Stoffe vorgewaschen habt und die gleichwertig bielastisch sind. Das bedeutet, wenn ich diesen Stoff hier ziehe, so ist er genauso elastisch wie so. Muss man jetzt auch nicht auf die Mühe abschätzen können, aber man merkt, welche Stoffe bielastisch sind und welche nicht. Ich habe euch auch noch andere Stoffe mitgebracht, die zeige ich euch gleich noch eben. Wenn die bielastisch sind, ist es völlig Wumpe, wie ihr eure Schnittmuster zuschneidet. So, so, so. Könnt ihr alles machen, wie ihr möchtet. Der Stoff muss halt aber vorgewaschen sein.
Das habe ich euch ja vorhin schon gesagt, der muss vorgewaschen sein, weil der manchmal in der Länge ganz anders einläuft als in der Breite. Wenn ich jetzt so ein Schnittmuster mache und schneide das schön und wasche das und das geht in der Länge mehr ein als in der Breite und hinterher habe ich das alles total verzogen. Das ganze Schnittmuster ist verzogen, man fragt sich warum und ja, das ist die Lösung. Darum ist das so. Also bitte vorher waschen und dann ist das bei bielastischen Stoffen kein Problem, die auch gegen den Fadenlauf zuzuschneiden. So, das hier sind ja einzelne Stücke, die geschnitten werden. Da kann ich hier noch mitten in der Mitte schön was rausschneiden. Dieses hier liegt natürlich so rum. Und dieses würde dann ja vielleicht noch sogar hier reinpassen. Das ist Cut and Fold. Cut and Fold bedeutet, ich habe es später zusammengeklappt oder ich kann es natürlich auch so einmal markieren und dann hier an dieser Fold-Kante einmal drüber schlagen und kann es dann so einmal kopieren. Ist ja quasi das Gleiche. Okay, so, ich glaube, das war verständlich. Ich möchte jetzt noch mal eben kurz zeigen, wie das ist mit den anderen Stoffarten, mit dem bielastisch sein und wie ihr das dann legen solltet. So, gibt es ja verschiedene Stoffe auch noch. Hier haben wir einmal unseren Super Stretch. Habe ich schon vorgewaschen, deswegen ist der hier schon ein bisschen ausgefranst. Hier seht ihr auch wieder die Webkante. Das hier wäre jetzt die Webkante, das sieht man ja gut, aber dieser Stoff ist auch längs nicht so elastisch wie quer. Das heißt, der ist nicht bielastisch und nicht dafür geeignet, dass ich den kreuz und quer im Fadenlauf lege. Hole ich mal ein bisschen näher ran. So, also wenn ich den jetzt hier ziehe, den kann ich so viel ziehen, wie ich möchte. Der bewegt sich fast gar nicht und in diese Richtung ist er natürlich super elastisch. Das ist ganz toll. Ich weiß jetzt aber, dass wenn ich den für mein Schnittmuster mit Fadenlauf benutze, ich den auf gar keinen Fall einfach so zuschneiden kann. So, das ist ja unser Rückenteil. Das wäre dann hier zwar auch elastisch, auch noch super elastisch, aber so rum halt nicht so viel wie so rum. Ich kann jetzt auch nicht einfach hingehen am Oberteil, wenn das Oberteil elastisch sein soll und ein bisschen Platz auch noch geben soll. So rum geht natürlich toll an der Brust, an der Hüfte, an der Taille, schmiegt sich alles gut an. So rum geht das Ganze dann nicht mehr so toll. Ne? Hier schmiegt sich dann gar nichts an, so wie es eigentlich sein sollte. Also bitte darauf immer achten, wenn ihr einseitig elastische Stoffe habt, könnt ihr sie nicht einfach kreuz und quer im Fadenlauf verarbeiten. Vor allen Dingen nicht am Ärmel. Am Oberteilgrundschnitt, wenn der locker sitzt, wird es vielleicht noch gehen. Aber am Ärmel bitte nicht. Da müsst ihr ja auch mit dem Ellbogen, stell dir vor, mein Arm ist hier drin, ich möchte den Ellbogen beugen, das geht hier ganz toll. Und hier geht das gar nicht toll. Also da bitte dann immer drauf achten. Es sei denn, natürlich ist es ein Schnitt für gar nicht elastische Stoffe. Das hier wäre jetzt auch in meinem Auge ein leicht elastischer Stoff. Den könnte ich wunderbar für leicht elastische Stoffe nehmen, aber halt nicht für sehr elastische Stoffe. Leicht elastischer Stoff, obwohl er natürlich auch eine gewisse Elastizität hat, na klar, aber der ist natürlich in sich nicht so weich und elastisch wie ein Jersey. Jersey wäre ein sehr elastischer Stoff. So, dann hätten wir noch mal einen anderen Webstoff. Das wäre dieser hier, der ist jetzt gar nicht elastisch. Das ist ein Jeans-Saturn von uns. Uns ist Stoff-Junkies. Da kauft ihr natürlich am allerbesten eure Stoffe. So, also Webkante, man sieht sie gut. Wenn sie jetzt ab wäre, wird man sie nicht so gut sehen, weil diese Webstoffe, dadurch, dass sie halt nicht gestrickt, sondern gewebt sind, haben natürlich nicht diese kleine Linienstruktur. Bei Jersey-Stoffen sieht man ja ähnlich wie bei Bündchen immer so eine kleine Riffstruktur. Ich hole euch mal ein Bündchen her, da kann man es ein bisschen besser sehen. Da sieht man ja immer so eine Linienstruktur, so ein bisschen. Daran kann man auch ganz gut erkennen, wo der Fadenlauf ist. Das kann man hier jetzt nicht gut erkennen, weil es ja nach links und rechts gleich gearbeitet ist. Also so gewebt im Kästchen, deswegen Webstoff. Denkt an den Webrahmen, was ich vorher schon gesagt habe. Aber hier ist der Fadenlauf. Und bei so einem Stoff ist es auch völlig egal, ob ihr das so rumlegt oder so rumlegt, weil es zu beiden Seiten nicht elastisch ist. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, wenn ihr eine Webware quer verarbeitet, wird sie dadurch elastisch. Da kann man aber auch dann tolle Effekte mitmachen. Wenn man das weiß und sich das zu Nutzen machen möchte, könnte man jetzt zum Beispiel einen Ärmel schräg zuschneiden,
Vorwaschen die Stoffe bitte. Auch so ein gewebter Stoff kann längs und quer unterschiedlich einlaufen. Und auch bitte so machen, wenn ihr wascht, grundsätzlich 60 Grad und Trockner, diesen Stoff bitte vorwaschen, 60 Grad und Trockner. Wenn er dafür geeignet ist. Ne? So. Wenn ihr jetzt so einen Webstoff quer zuschneidet, wird er nämlich auch elastisch. Guckt mal. Ne? Also da kann man jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, also ich möchte mir gerne eine Bluse zuschneiden oder ein Oberteil mit Reißverschluss an der Seite und das ist für Webware, ich nutze dafür auch Webware, alles schön und gut, ich mache mir vielleicht sogar einen Reißverschluss an die Seite und so, aber ich hätte doch ganz gerne, dass dieser Stoff so ein bisschen elastisch ist, der fällt auch im schrägen Fadenlauf ganz anders. Ein Stoff, den ihr schräg im Fadenlauf ist so, ich mache mal andersrum, das wäre dann so, schräg zum Fadenlauf, ne? Wie bei einem Geodreieck. Hier ist die Spitze und das hier ist schräg zum Fadenlauf. Also quer einmal durch. Wenn ihr das quer zuschneidet, werden eure unelastischen Stoffe ein bisschen elastisch und sie fallen auch ein bisschen schöner, ein bisschen gefälliger. Das könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Vielleicht gefällt es ja einigen von euch. Ist es beim Tragen dann auch noch mal ein bisschen bequemer und geht ein bisschen mehr mit. So, dann haben wir hier noch mal einen schönen Leinen-Viskose-Mix. Und bei dem ist das ganz genauso. Da sieht man das jetzt hier von der Struktur her noch ein bisschen besser. Da seht ihr wirklich dieses rechte Winkelformat. So und so. Das hier sind die Webfäden. Das hier ist der Fadenlauf. Also die Fäden, die im Webrahmen nach unten gespannt sind sozusagen. Und auch hier ist das gleiche. Der ist so rum und so rum gar nicht elastisch. Aber wenn ich ihn schräg legen würde, wäre der halt schon ganz gut elastisch oder auch leicht elastisch. Den könnte man auch als leicht elastischen Stoff benutzen, wenn man ihn dann quer verarbeitet. Muss man sich halt vorher ein bisschen Gedanken zu machen. Aber auch hier wäre es egal, ob linksrum oder rechtsrum. Die einzigen Stoffe, wo ihr halt wirklich darauf achten müsst, ob man sie quer oder so im Fadenlauf zuschneidet, so kreuz und quer, ist halt, wenn die einseitig elastisch sind, wie bei dem Superstretch. So, ich hoffe, ich konnte da ein bisschen für Aufklärung sorgen. Fragt sonst super gerne nochmal in den Kommentaren. Wie gesagt, wenn irgendwas nochmal unklar ist, ich lege gerne nochmal ein paar Videos nach und erkläre das nochmal intensiver. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der Stoffwahl und beim Zuschnitt. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich nochmal bei den Änderungs- und Anpassungsvideos, wo ich euch kleinere Änderungen erkläre. Wie zum Beispiel Länge des Ärmels länger, kürzer machen, Armkugel ein bisschen niedriger machen, ein bisschen weiter den Ärmel gestalten, habt ihr einen sportlicheren Ärmel, wo nehme ich Weite weg, wie viel lege ich den Brust ab, näher nach unten oder nach oben. Das sind kleinere Videos, ein kleiner Geschmack auf etwas, was ihr in diesem Kurs lernen könnt. Da lernt ihr wirklich ganz, 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 ganz viele, furchtbar viele Dinge zum Anpassen. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich mit den Anpassungsvideos.